Heute geht es um Handwerkskunst. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich bei MotorOne.com. Ich bin Alex, euer Host heute, und wir schauen uns mal an, was Handwerkskunst eigentlich bedeutet. Wer noch mehr übrigens zum Thema Auto sehen will, bleibt gerne hier beim Kanal mit dran, damit ich euch ein bisschen mehr zeigen kann. Aber Handwerkskunst, da brauche ich doch erstmal einen Handwerker dafür. Und dann muss der noch etwas künstlerisch Wertvolles erschaffen können. Und warum Handwerkskunst? Naja, weil 1951 ist dieses Auto hier rausgekommen. Die Kastenente. Das heißt, ein paar Jahre nachdem die eigentliche Ente rauskam und alle mobil gemacht hat, legendärerweise die Eier übers Feld gebracht hat, kam das. Und das war eine Revolution für alle, die Dinge transportieren wollten. Denn man hatte bis zur B-Säule eine normale Ente und dann halt hier diesen Kasten. Und das ist aus meiner Sicht wichtig für Handwerker gewesen. Dann geht es heute um Handwerkskunst. Denn das ist das Auto, um das es eigentlich geht. Ein aktueller Citroën Berlingo 2CV Fourgonette. Fourgonette ist französisch, bedeutet Lieferwagen. Und dieses Auto soll natürlich sehr an die ursprüngliche Variante, die Ente als Kastenwagen, erinnern und hat dafür ganz viele Details. Aber nicht nur das, sondern es kommt von der Firma Casellani. Und das ist ein italienischer, ich würde fast schon sagen, Handwerksbetrieb. Denn das sind 25 Mitarbeiter, die in Handarbeit aus einem stinknormalen Berlingo so ein Kunstwerk machen können. Und das ist eben diese Besonderheit der Handwerkskunst, die wir uns nach und nach anschauen können. Aber so ein Handwerker, der will doch einfach mal Dinge mitnehmen. Das hier ist die kleine süße Tür, durch die früher alles durchgehen musste. Und das war mein Kofferraum, wenn ich damals eine Kastenente hatte. Und jetzt Achtung, wichtiger Moment. Ja, ich weiß, ich muss abnehmen und so weiter. Aber wenn ich mich hier hinsetze, macht das Auto diesen hier. Und ich glaube, das sieht man ganz gut. Weil am Anfang so eine Kastenente eine Zuladung von 250 Kilo hatte. Später wurde es auf bis zu 400 Kilo gesteigert. Aber man sieht, das war so der praktische Nutzen. Ich bin aber eigentlich hier, um euch so ein bisschen auch das Design zu zeigen. Das heißt, wir haben diese runden Elemente und wir haben überall diese Rippen, die damals technisch notwendig waren, um einfach viel Last zu transportieren, auch auf dem Dach, Steifigkeit und Co. Aber wie übersetzt man sowas in die aktuelle Zeit? Das heißt, auch hier haben wir genau die gleichen runden Elemente, haben diese Rippchen. Dadurch wird natürlich auch unser Heckdeckel ein bisschen schwerer. So schwer, dass auch die Dämpfer. Ein hartes Leben haben. Aber in der modernen Zeit ist man natürlich auf eine ganz andere Zuladung ausgelegt. Das heißt, hier haben wir eine E-Variante, die kann in der verstärkten Fahrwerksvariante bis zu 800 Kilo zuladen. Die Verbrenner sogar bis zu eine Tonne. Das heißt, aus den damaligen 250 Kilo ist inzwischen eine Tonne Zuladung geworden. Und wer jetzt sagt, oh, das ist aber ein bisschen wenig Fläche bis nach hier vorne, ich kann ja auch sagen, nee, ich nehme als Basis einen langen Berlingo. Und da sind wir halt genau bei dem Thema Handwerkskunst. Denn das alles, was ihr hier an Design seht, kommt halt von diesen 25 Leuten. Und da wird noch von Hand quasi die Glasfasermatte richtig in die Form gelegt. Und da wird Handwerkskunst betrieben. Handwerkskunst hat halt immer das Problem, ein bisschen teurer zu sein und nicht 100% perfekt. Das heißt, wenn wir so die ein oder andere Kante und Ecke sehen, dann sehen wir, das haben Menschen für mich gemacht. Für einen Mensch, der auch wieder sehr speziell ist und sagt, naja, ich will einen Berlingo, der keinen besonderen praktischen Mehrwert hat gegenüber den normalen Modellen, aber halt diese ganze Ecke cooler ist und das Design an allen Ecken und Enden hat. Und ich muss sagen, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Allein schon hier zu sagen, selbst wenn du ein Glasdach hast, mir egal, hier hinten kommt auf jeden Fall dieses rund geformte Dach mit diesen Verstärkungen. Also Verstärkungen waren es früher. Heutzutage bedeutet das, dass hinten auf den Paneelen zusätzlich etwas draufkommt. Ab der A-Säule ist alles getauscht nach vorne hin. Und es sind ungefähr 40 Kilo Extragewicht, die wir bekommen. Und auch Bauteile von anderen Fahrzeugen. Das heißt, beim Berlingo gibt es zwei verschiedene Fronten für die Nutzfahrzeuge und PKWs. Und hier bekommt man Jeep Wrangler Leuchten vorne, die sich nochmal deutlich unterscheiden. Und man erkennt dann genau, dass die Handwerkskunst es geschafft hat, den Spirit vom Vorgängermodell aufzugreifen und natürlich ja die Proportionen vom aktuellen Berlingo irgendwo beigehalten hat. Ob wir den Spirit innen treffen, sehen wir jetzt. Also erstmal habe ich eine Plakette, die mir sagt, das ist kein normaler Berlingo, sondern einer von nur 200, die gebaut werden. Und dann ist es meine Entscheidung, wie nahe an der ursprünglichen Ente drin ist. Denn mein Berlingo kann ja umgebaut werden oder so, wie ich ihn ausgestattet habe. Das heißt, in dem Fall ist das nicht nur ein E-Berlingo, sondern einer mit voller Hütte, wie man so schön sagt. Das heißt, egal ob es ein Head-Up-Display ist, ob es Sitzheizung ist, ob es hier das große Display ist mit Apple CarPlay, Navigation und allem drum und dran, das hat er alles mit drin. Auch besonders schön hier oben dieses Dach, weil das kann noch elegant leuchten und dann kann ich hier Dinge
ablegen. Ich habe hier oben also riesen Ablagefächer. All das passt natürlich nicht zu dem Grundgedanken, den wir damals in der Ente hatten. Aber das Interessante ja heute für Familien ist, ich habe diesen Hochdachkombi. Das heißt, ich habe hier viel Platz, überall Ablagen, also Getränkehalter, hier hinterm Display, hier ein Ablagefach, da ein Ablagefach, hier unten ein Ablagefach, ein Handschuhfach, ein Fach darüber, mehrere Fächer in den Türen. Und wenn ich jetzt einmal nach hinten gehe, weil ich kann hier mit über 1,80 bequem sitzen, hat man Schiebetüren auf beiden Seiten. Oh, und dann habe ich hinter mir immer noch genügend Platz. Also dieser Grundgedanke von super praktisch sein, der ist da, halt nur mit viel mehr Luxus. Aber wir haben hier was Besonderes, ein Fourgonette. Was bedeutet, wer schön sein will, muss leiden. Wir sehen hier zum Beispiel das tolle Glasdach. Ja, und das Glasdach kann ich einfach zu zwei Dritteln nicht nutzen. Ja, warum? Richtig, weil hier oben mein Designelement drauf ist. Oder wenn ich mir hier mal meine Schiebetür schließe, merke ich, dass ich auch hier so, ja, so 15% von meiner Scheibenfläche verliere, ganz einfach deswegen, ja, weil ich von außen ja schon dieses Panel haben will. Und das ist doch mal ein Statement, dass das Design wichtiger ist als die Funktion. Es ist innen aber definitiv ein modernes Auto, was voll auf der Höhe der Zeit ist. Fährt's auch so. Klapprig, knatternd, lahm. Alles Dinge, die man zur Kastenente sagen könnte. Ha, Schlupf. Lautlosigkeit. Performance. Oh, 70. Reicht eigentlich schon. Ein bisschen bremsen. Man merkt, das fährt einfach nur modern. So wie es eben beim Innenraum modern war, ist auch das Fahren modern. Das heißt, wir haben sehr viel Lautlosigkeit, eine super leichtgängige Lenkung. Aber bei jedem Lenkmanöver, was ich hier mache, merkt man, wie sehr dieses Auto vom tiefen Schwerpunkt profitiert. Also das tut ihm echt gut. Und ich finde bei so einer Art von Auto das Gewicht auch nicht unbedingt hinderlich. Denn es wird jetzt nie der größte Kurvenräuber werden. Aber das gibt einfach Sicherheit hier irgendwo mit in das Auto rein. Außer natürlich, ja, beim Bremsen wird das Auto nach vorne schieben. Gefühl in der Lenkung? Nö. Haben wir nicht. Aber ich habe ein Soundsystem, was ganz okay ist, kann mir hier noch was von meinem Handy darstellen lassen oder kann mir auch hier in der Mitte sagen, wenn ich sage, oh, ich brauche aber die Navigationskarte, dann klicke ich einfach mal auf Navigation und dann wird mir dahinter die Navigationskarte mit angezeigt zum Beispiel und all solche Details. Und das muss ich sagen, ist doch eine ganz coole Geschichte. Es ist also einfach ein modernes Auto und er fährt wie jeder andere E-Berlingo auch. Und da muss ich jetzt sagen, das passt zu diesem Auto. Diese Lautlosigkeit, dieses Dahinrollen passt hier einfach. Weil das Auto hat so viel Style, dass ich auch sagen muss, die Reichweite, ja, da verzichte ich drauf, dass wir jetzt nur 206 Kilometer bei 86% haben. Das ist okay, Hauptsache, ich sehe, habe diese Optik außen mit der absoluten Lautlosigkeit innen. Und das ist richtig, richtig cool. Fast schon Kunst. Er fährt also wie ein Berlingo. Er hat genauso viel Platz wie ein Berlingo. Er hat die gleiche Ausstattung wie ein Berlingo. Hat er irgendeinen praktischen Mehrwert? Nein, hat er natürlich nicht. Aber genau das ist der Punkt, warum wir heute über Handwerkskunst sprechen. Weil da geht es um Kunst. Also etwas Gestalterisches zu erschaffen, was keinen sinnvollen Nutzen haben muss. Und genau so etwas bekomme ich hier. Und das muss man halt auch irgendwo wertschätzen. Weil das sind halt einfach 25 Leute in Italien, die von Hand das ganze GFK in seine Formen, die so etwas erschaffen. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass sie sowas machen. Das ist an sich das Coole. Das heißt, sowohl der Designer, David Obendorfer, als auch die Firma Casellani haben schon einen Typ H und einen Typ HG gebracht. Und allein vom Typ H haben wir schon über 900 oder 1000 Stück sowas in der Größenordnung. Das heißt, die wissen, wie das funktioniert. Und sicherlich hat er hier und da seine Ecken und Kanten, aber das macht ihn eigentlich nur noch sympathischer. Dann wäre da halt nur der Preis. Das ist halt so ein bisschen das Thema. Das heißt, der Umbau von einem Bestands-Berlingo kostet mindestens 16.800 Euro. Plus Steuer. Wunschfarben und Co. werden noch ein kleines bisschen teurer. Das heißt, es sind mal 20.000 Euro weg, um aus einem Berlingo so etwas zu machen. Und wenn du dir den E-Berlingo mit Vollausstattung und Demos, sind das 70.000 Euro. Das ist extrem viel Geld. Aber es ist Handwerkskunst. Und du musst die Geschichte hinter dem Auto verstehen. Und gefühlt macht er genau das Gleiche, wie die Kastenente macht. Er nimmt die Leute auf die Hörner. Und früher hat man auf die Hörner genommen, um zu sagen, ich bin günstiger und besser und ich kann jeden mit so einer Art von Fahrzeug versorgen. Und heute nimmt er genauso auf die Hörner und sagt aber, ich zeige euch mal, wie das Automobil sich verändert hat und ich bin einfach eine moderne Interpretation. Ja, und jetzt liegt es an euch, mal zu entscheiden, ist das hier sinnvoll? Und wenn ihr wollt, 200 Stück, egal ob lang, kurz, Kastenwagen, Crew Cab, Passenger Van und Co. Es wird nur 200 Stück in Summe geben. Die Chance auf ein Unikat war selten so hoch wie jetzt. Und wenn ihr bedenkt, was bei Tuningfirmen
Umbauten von Fahrzeugen kosten, dann sind 20.000 Euro für so viel Umbau und am Ende einen Unikat zu haben, eigentlich ein Schnäppchen. Seht ihr das auch so? Thank you.